Bevor die Orcas ihn fressen, lassen sie ihn ertrinken. Die Orcas steigen den Riesenschwarm der Delfine auseinander. Eine kurze Verschnaufpause für die Sardinen. Sie nutzen die Gelegenheit, um sich neu zu formieren und zu entwischen. Mit einem Mal verzieht sich die gigantische Wolke aus Fischen nach ihrer langen Reise entlang der Küste. Als hätte das Meer sie verschluckt. Ende Juli ziehen die gesättigten Jäger weiter. Auf der Suche nach neuer Nahrung fliegen die Kaptöpel bis zu 100 Kilometer pro Tag. Satt und gestärkt ziehen auch die Haie runter. Die Delfine haben ihre Köder erfolgreich abgespielt. Ihr Riesenschwarm löst sich auf. Die Delfine finden sich wieder zu kleineren Schulen zusammen und kehren in ihre üblichen Jagdreviere zurück. Der kühle Benguela-Strom lieferte das Festmahl, auf das die Tiere gewartet haben. Jetzt mischt er sich mit dem warmen Indischen Ozean und versiegt. Manche Forscher nehmen an, dass sich die Sardinen nun im Meer verteilen, um in der Tiefe... Du bist so schnell, Schatz. Ich habe nur eine, aber... Andere sagen... Du hast zwei und bist gleich fertig. Rund 1500 Kilometer bis in die Heimatgewässer am Kap der Guten Hoffnung. Die kalte Strömung wird sich nächstes Jahr erneut ihren Weg bahnen. Vielleicht stärker... Vielleicht schwächer als die letzte. Aber Millionen Sardinen werden wieder ihrem Ruf folgen und ihr Leben riskieren. Unfallkrankenhaus Hamburg. Ein Schwerverletzter wird eingeliefert. Das gesamte Ärzteteam der Notaufnahme ist im Einsatz. Notfall-Einsatz für die Heli-Crew. Ein Patient mit einem Riss in der Halsschlagader muss in eine andere Klinik vermittelt werden. Ein lebensgefährlicher Transport und ein Kampf gegen die Zeit. Wenn dieser Riss in der Halsschlagader unterwegs größer wird und einreißt, ist sowas nicht zu überleben. Querschnittsgelenke sollen in der Klinik mit einem Gangroboter wieder leisten werden. Eine schmerzhafte Prozedur, die sich hoffentlich lohnt. Ich hoffe, dass ihr das Feuer mal aushaltet, dass ihr entweder stehen oder vielleicht auch ein, zwei, vielleicht auch drei Schritte gehen kann. Notoperation. Ein Mann ist in eine Glasscheibe gefahren. Die Rollstuhlwerkstatt. Hier wird die Tür wie in einem anständigen Kfz-Betrieb. Hier sind die halt von speziellen Fällen. Spezielle Farben, alles Mögliche in dieser Richtung. Ne? Also, wie man bei einem Auto eigentlich aussieht, was man da wünscht. So was gibt es auch bei einem Rollstuhl. Hirntumor-Therapie. Ich habe hier zuerst eine Scheibe aus der Schädeldecke gesägt. Was wollten wir auch machen? So kann der lebensgefährliche Tumor entfernt werden.